بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ليبر شوستر إسلام، في بست am 9.6. wird es inshallah in Köln den Friedenskongress, den ersten islamischen Friedenskongress geben. Wir wollen dort Vorträge halten, unter anderem ich und Abu Adam, und es kommen inshallah noch einige dazu. Wir sind noch gerade am Organisieren. Inshallah auch ein sehr bekannter englischer Prediger. Wir wollen dort inshallah zeigen, wie der Islam den wahren Frieden bringt. Frieden im Diesseits und Frieden im Jenseits. Und für euch ist das eine wunderbare Möglichkeit, Nicht-Muslime, die ihr kennt, nicht-muslimische Bekannte mitzubringen, damit sie etwas vom Islam sehen, damit sie den Islam von der besten Seite kennenlernen. Ja? Wir haben uns für Köln entschieden, erstmal weil ich dort herkomme und schon lange keine Vorträge mehr gemacht habe und weil es auch ziemlich zentral ist. Worauf müsst ihr achten? Erstens, es wird wieder einige Leute geben, die vielleicht vom Verfassungsschutz angeschoben werden, weil die wollen immer, dass wenige Muslime dorthin kommen. Da wir uns immer von der besten Seite zeigen, wir haben auch einen sehr guten Ruf bei der Polizei diesbezüglich. Wenn wir zum Beispiel eine Kundgebung gemacht haben, dann haben die gesagt, ja, wir wissen schon, es wird nichts passieren. Bei ihnen läuft immer alles vorbildlich ab und so weiter und so fort. Nicht wie bei Rechtsradikalen und Rechtsextremisten und so weiter, ja. Auf diese Art. Das heißt, wenn sehr viele Muslime dort kommen und ich stelle zum Beispiel Fragen und die Muslime bejahen diese Fragen, dann sieht die Masse, dass die Lügen, die über den Islam erzählt werden, durch die Medien und durch Rechtsextremisten wie PI News und so weiter, dass diese Lügen keine Grundlage im Islam haben. Aber wenn ich alleine dort stehe, dann sagt man halt, ja, das ist irgendjemand, der was erzählt. Die zweite Sache ist, also diese Leute werden euch sagen, Demonstrationen sind verboten. Hier geht es nicht um eine Demonstration. Hier geht es um einen Friedenskongress, hier geht es um einen Vortrag, hier geht es darum, Wissen zu erhalten. Das ist der zweite Grund. Ihr könnt dort etwas über eure Religion lernen und es ist für euch eine Möglichkeit, wenn ihr beispielsweise unsicher seid in der Dauer, im Aufruf zum Islam oder wenn ihr beispielsweise Angst habt, über die Religion zu reden oder nicht, Angst habt, nicht die richtigen Worte zu finden, so könnt ihr eure nicht-muslimischen Bekannten, für die ihr das Beste wünscht, an diesem Tag mitbringen und sagen, hör mal, da kommen diese Leute, über die man erzählt wird, die seien so radikal, die seien so gefährlich, die seien ja ganz, ganz brutal und so weiter. Du kannst sie dir mal selber angucken und dort mit uns hingehen. Deswegen, liebe Muslime, versucht alle Leute einzuladen. Wir wollen die Herzen der Menschen erobern an diesem Tag. Ja. Dann, was auch passieren wird, wahrscheinlich, da muss man davon ausgehen, das ist bisher fast immer passiert, dass vorher Gerüchte verbreitet werden, der Vortrag würde ausfallen. Das wird immer verbreitet und wir haben auch schon rausbekommen, von welchen Behörden das verbreitet wird. Und dann wird dann eine SMS rumgeschickt, ja, der Vortrag fällt aus, bitte weiterschicken. Und dann fangen alle an, diese SMS weiterzuschicken. Brüder und Schwestern, vergewissert euch immer auf der Seite www.piavogel.de. Ja, und geht und versucht und hört nicht auf solche Gerüchte. Selbst wenn ihr es im Fernsehen seht oder im Radio hört oder in der Zeitung lest, hört nicht drauf. Vergewissert euch erst auf der Internetseite, denn letztes Mal in Frankfurt, da wären bestimmt 3 oder 4 Mal so viele gekommen, wenn nicht überall verbreitet worden wäre, dass der Vortrag ausfällt. Wallahu alam. So, dann ist noch eine Frage, wie geht man mit Feinden um, mit eventuellen Rechtsextremisten von Pro-NRW, die dort ankommen und die uns dort provozieren wollen. Wir haben an diesem Tag vor, diese Leute nicht zu beachten, sondern wir kontern mit Argumenten. Wir sind nicht so dumm wie diese Leute, die einfach keine Argumente haben, die sich wie Kinder hinter der Polizei verstecken und sozusagen die Zunge rausstrecken, so nach dem Motto, und Ätschi Pumpätschi brüllen, ja, Kindergarten. Sondern wir sind Leute, die mit Argumenten antworten, die mit Argumenten auf diese Hetze reagieren. Und deswegen, liebe Brüder und Schwestern, lasst euch nicht provozieren. Das ist genau das, was sie wollen. Und sicherlich denkt ihr, ja, wir müssen noch etwas tun für den Propheten alaihi salatu wasalam. Ja, richtig. Und möge Allah jeden belohnen, der den Propheten alaihi salatu wasalam verteidigen will. Aber ihr habt selber gesehen, es sieht so aus, dass in dieser Situation, in der Lage, in der wir uns befinden,
wir den Propheten alaihi salatu wassalam nicht auf diese Art und Weise verteidigen können. Sondern das, was wir tun müssen, und davon bin ich überzeugt, ist, dass wir diese Religion präsentieren müssen, dass wir die Herzen erobern müssen, so gut wir können. Ja? Dann, wir werden jetzt noch Flyer inshallah verteilen von dem ersten islamischen Friedenskongress. Und deswegen suchen wir Leute, die Flyer verteilen können. In Bonn, insbesondere in den Stadtteilen Tannenbusch, Auerberg und Bad Godesberg. Das heißt, man soll die an die jugendlichen Muslime verteilen und man soll denen sagen, die sollen auch Nicht-Muslime und Kumpels mitbringen und es überall verbreiten. Zweitens Leverkusen. Drittens Bergisch Gladbach. Wir suchen Brüder, die in Bergisch Gladbach Flyer verteilen. Viertens in Bergheim. Dann in Dormagen, in Düsseldorf. Bitte Brüder, die aus diesen Städten kommen, meldet euch, um Flyer zu verteilen, damit wir dieses Wissen weiter verbreiten können. Dann Wesseling, Kerpen, Pullheim, dann die Kölner Stadtteile. Wir suchen Leute, die Flyer verteilen können in Porz, in Höhenberg, in Bilderstöckchen, in Niel, in Nippes, in Kalk, in Gremberghofen, in der Südstadt, in der Innenstadt, in Ehrenfeld, in Weidenpesch, in Ostheim, in Pfingst, in Chorweiler, in Bickendorf, in Mülheim, in Meschenich, in Humboldt, in Buchheim, in Ossendorf, in Bocklemünd. Liebe Geschwister im Islam, meldet euch. Wir wollen die Flyer herstellen, die wir jetzt produzieren. Bi'idhnillah, für den ersten islamischen Friedenskongress, wo wir zeigen, wie der Islam zum Frieden in der Welt führt, wie der Prophet a.s. gelebt hat, was der Prophet a.s. für ein Mensch war. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, macht mit, verbreitet diese Nachricht, verbreitet diese Kunde und bringt viele Leute mit. Und wer natürlich den Islam annehmen will, der kann auch an diesem Tag kommen. Dann bitte ich auch die Schwestern und die Brüder, sich an diesem Tag islamgerecht zu kleiden. Und dann soll man bitte darauf achten. Und wir können keinen dazu zwingen, aber es hat bisher immer sehr gut geklappt, dass man versucht, sich getrennt hinzustellen. Wie gesagt, uns ist es nicht erlaubt, die Menschen dazu zu zwingen. Aber wenn ihr euch freiwillig so hinstellt, dann darf euch auch keiner daran hindern. Ja, und wenn jemand was dagegen hat oder redet von Gleichberechtigung und bla bla bla, dann sagen wir, wer ist denn hier nicht gleichberechtigt? Sind die Männer hier unterdrückt, weil sie rechts stehen, oder sind die Frauen unterdrückt, weil sie links stehen? Ist die Frau unterdrückt, weil das Frauenklo auf der rechten Seite ist und der Mann unterdrückt, weil das Männerklo auf der linken Seite ist? Das ist also völliger Blödsinn. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, bringt viele Leute mit. Inshallah wird der Bruder Ibrahim Abu Naj, ich bin auch noch mit dem am Reden, an diesem Tag dafür sorgen, dass auch ein Koranstand aufgestellt wird, wo man kostenlose Literatur erhalten kann. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, wir sehen uns am 9.6. bi'idhnillahi ta'ala. Macht's gut und inshallah sagt allen Leuten Bescheid. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.